Das Rinderfilet auf den Punkt zu bekommen ist nicht so einfach. Der Kombidampfgarer kann euch hier perfekt unterstützen. Er brät es von außen an und hält es schön saftig, indem er Dampf zugibt. Miele hat hierfür das Gourmetbraten entwickelt. Wie das genau funktioniert, zeige ich euch in diesem Video. Ich habe hier knapp über 1 Kilo Rinderfilet. Um es zu marinieren, nehme ich 2 Esslöffel hocherhitzbares Olivenöl, einen Teelöffel Salz und Pfeffer. Und dazu mache ich zeitgleich im Kombidampfgarer ein Ratatouille-Gemüse mit 4 Tomaten, einer Aubergine, 2 Zucchini, Saft und Schale, einer Zitrone, 2 Paprika, 3 Schalotten, Olivenöl, ein paar Knoblauchzehen und getrocknete Kräuter sowie frischen Rosmarin. Als erstes schneide ich die Aubergine in Würfel. Ich gebe nun etwas Zitronenschale dazu und presse dann den Saft der Zitrone aus, damit die Aubergine sich nicht braun verfärbt. Jetzt verrühre ich das einmal, dass der Zitronensaft überall hinkommt. So, und jetzt schneide ich die restlichen Zutaten. Den Rosmarin gewaschen und abgetrocknet und nun ziehe ich ihn vom Stamm ab und hacke ihn klein. Danach gebe ich alle Kräuter zu dem Gemüse dazu. Und nun gebe ich den Rosmarin und die anderen Kräuter auch dazu. Ich gebe nun 3 Esslöffel Olivenöl dazu und salze und pfeffere das Gemüse. Nachdem ich Salz und Pfeffer dazu gegeben habe und das Öl, wird alles nochmal schön verrührt, damit alles gewürzt ist. Wir gehen nun auf Automatikprogramme, wählen Fleisch, Rind, wählen Rinderfilet am Stück. Wir möchten gerne Gourmet braten. Wir möchten unser Fleisch medium, also lassen wir es genau in der Mitte zwischen englisch und durch. Also da kann man anpassen, wie durch man sein Rindfleisch möchte. Ich lasse es auf medium, bestätige. Er sagt Universalblech in Ebene 1 einschieben, okay. Den Rost auf Ebene 2, das mache ich gleich. Er sagt, nachdem das Gargut die Vorheizphase abgeschlossen hat, dann das Gargut auf den Rost geben, also dann erst das Filet in den Ofen geben und das Gemüse. Wir lassen uns ganz kurz die Garschritte anzeigen, damit ihr jetzt wisst, was da genau passiert. Wir heizen vor mit Grill, Stufe 3, also die stärkste Stufe, 10 Minuten, keine Feuchtigkeit. Danach macht er einen Garschritt, den zweiten Garschritt, das ist dann Kombigarn mit Grill, bleibt auf Stufe 3, 10 Minuten, keine Feuchtigkeit. Er brät somit ganz scharf das Rinderfilet an. Der dritte Schritt ist dann Kombigarn mit Ober-Unterhitze, 100 Grad, 20 Minuten und auch keine Feuchtigkeit. Dann wechselt er die Temperatur auf 65 Grad, eine Stunde und macht 49% Feuchtigkeit in den Garraum. Und der letzte Schritt ist dann Kombigarn mit Ober-Unterhitze, 70 Grad, eine Stunde und 51% Feuchtigkeit. Und damit erreichen wir ohne ein Speisenthermometer unglaublich zartes Rindfilet. Ich bestätige und sage sofort starten. Es wird nun vorgeheizt, es ertönt ein Ton, sobald das Fleisch hineinkommt. Das Universalblech kommt auf Ebene 1, also ganz unten. Und der Rost kommt auf Ebene 2. Während der Kombidampfgarer nun aufheizt, bereite ich das Fleisch zu. Es muss küchenfertig sein und wenn es einen langen, dünnes Ende hat, dann schlagt man das um und bindet es fest, damit es gleichmäßig dick ist. Ich habe nun 2 Esslöffel hocherhitzbares Olivenöl mit Salz vermischt. Das pinsle ich auf das Rinderfilet, damit überall das Fett ist, mit dem Salz und danach pfeffere ich es noch. Wichtig ist, dass man das Rinderfilet von allen Seiten einschmiert mit dem Fett und Salz, damit es rundherum schön einen Geschmack bekommt. So, jetzt pfeffere ich mal und dann drehe ich es um. Das Fleisch mit Öl, Salz und Pfeffer zu marinieren, ist die einzige Aufgabe, die man machen muss. Den Rest erledigt der Kombidampfgarer.
Er brät es von außen scharf an und lässt es dann bei niederer Temperatur schön zart durchgaren. Also in unserem Fall wird es Medium. Jetzt pfeffere ich noch und dann warte ich nur darauf, dass der Ofen die Temperatur erreicht. Gut, als erstes geben wir auf das Universalblech das Ratatouille-Gemüse. Vorsicht, das ist sehr heiß. Ne? Es wird faktisch angebraten und wird gar dann auch durch. Ne? Das Gemüse ist nun auf dem Blech und nun gebe ich das Fleisch auf den Rost. Vorsicht, heiß und schließen. Und jetzt läuft die Zeit vollautomatisch ab. Da ich Medium gewählt habe, dauert es 2,5 Stunden und durchläuft nun mehrere Phasen. Das Fleisch war 2,5 Stunden im Kombidampfgarer und die letzten Garschritte sind Niedertemperaturgaren. Das heißt, man kann das Fleisch direkt anschneiden und muss es nicht ruhen lassen. Das Rinderfilet ist außen wunderbar angebraten und innen noch ganz zart rosa, perfekt Medium. Am besten wärmst du die Teller vor, damit das Fleisch schön lange warm bleibt. Das Ratatouille-Gemüse ist nun fertig und ich serviere es zum Rinderfilet. Gut zum Fleisch passt Chimichurri. Wenn du wissen möchtest, wie man diese Soße macht, dann schau doch das Short-Video an. Thank you.